Die Erklärung einer Staatsform. Aber wenn ich jetzt das Buch vorstellen soll und sagen soll, was wollen wir damit anpeilen oder was ist unser Tour, darüber zu reden, dann möchte ich mal sagen, dieses Buch wird sehr viele Leute enttäuschen. Nämlich alle, die über Demokratie unter dem Gesichtspunkt eines Konzepts oder einer schönen Idee oder eines nicht verwirklichten Ideals reden. Wir reden über die Demokratie, die es gibt. Nicht über irgendwas, was man sich ausdenkt, sondern über die Demokratie, die in diesem Land herrscht. Und das, wie gesagt, wird für viele, die über die ganze Geschichte schon gleich von vornherein nicht, ja, im Sinn einer Betrachtung der Wirklichkeit reden, eine Enttäuschung sein. Ich hole mal ein bisschen aus an der Stelle. Ja, hallo erstmal. Ich weiß ja gar nicht, ob Sie es schon wussten. Aber wir müssen mal über Demokratie reden. Mach das schon immer ziemlich frei hier. Also kein Konzept, keine Ahnung. Ja. Nächstes Mal, warum frühstücke ich hier überhaupt? Ich hab's endlich geschafft, dass meine Frau das Bäcker-Abo gekündigt hat. Also die haben jetzt so lange in den Medien darüber geredet, wie schlimm das alles für die Bäcker ist da mit dem, weil das russische Gas wegfällt, dass meine Frau ein Abo beim Bäcker gemacht hat. Und meistens hat sie mich dann halt geschickt, die Brötchen zu holen. Sprich, ich habe sie bezahlt und dann sind sie vertrocknet. Ja, das ist Quatsch. Jetzt hat sie es nach einem Jahr eingesehen. Also muss ich hier demonstrativ die Brötchen essen. Weil morgen sind die wahrscheinlich schon so hart. Außer du packst sie in so eine Plastiktüte. Dann sind sie wie Gummi, kannst du auch nicht mehr essen. Wir fangen jetzt schon an, gummiartig zu werden. Naja. Ich möchte über Demokratie reden. Und wie in dem Video jetzt zu Anfangs von dem Kanal 99 zu 1, Peter Decker, der redet darüber, was die Demokratie in der Sache ist, wie es tatsächlich ist und nicht wie es sein sollte. Ja. Das ist sehr interessant, wie immer. Also Peter Decker ist top, wenn der sich wohin setzt. Der ist immer sehr, sehr gründlich, sehr tiefsinnig. Und er kann ja seine Meinung haben, was der Betreiber des Kanals 99 zu 1 wahrscheinlich nicht versteht. Ich habe halt eine andere Meinung. Ja.
Möchte aber gar nicht jetzt mein Video darauf basieren, was der Peter Decker gesagt hat. Moment. Vor 11 Tagen gestreamt. Ich habe mir das zweimal angeguckt, einmal live und dann nochmal, wie es fertig war, und dann habe ich da kommentiert, dass ich eigentlich für Volksabstimmungen wäre, allerdings nicht aber ganz ehrlich, wenn ich mir unsere derzeitige Medienlandschaft angucke, vergiss es. Sinn und Zweck der Demokratie ist es, Macht auf viele zu verteilen. Wie es ist und zu was es dient, herrschen und beherrscht werden, hat Herr Decker ja schön analysiert. Eine verlockende Alternative wäre die Anarchie. Jeder kocht halt sein eigenes Süppchen. Ja, also der Decker hat seine Ansicht, ich habe meine. Für die meisten Menschen, Erdenmenschen, klingt das wohl nach Chaos. Absurd ist es, wenn Leute auf die Straßen rennen, mehr Demokratie fordern, indem sie die Abschaffung einer Oppositionspartei fordern. Ja, darauf möchte ich meinen Fokus oder den Leitfaden für dieses Video heute eigentlich legen. Und darauf ist ja das Video auch ganz aktuell gewesen. So, dann schreibe ich, diese Meinung vertrete ich halt. Ich finde, man müsste mal das Geldsystem neu ausrichten. Zins und Zinseszins abschaffen. Ich denke, das denke ich, ist die Mutter aller Probleme. Alle Parteien doktern nur an dessen Symptomen herum. Die einzige Partei, die meines Wissens, die das meines Wissens gefordert hat, war das Bündnis Grundeinkommen. Die habe ich dann auch mal gewählt vor ein paar Jahren. Ich glaube, irgendeine Europawahl, wo wir auch nicht die direkte Wahl haben, was ja verfassungswidrig sein dürfte. Also, wenn man glaubt, dass das Grundgesetz eine Verfassung ist, dann ist das auf jeden Fall verfassungswidrig. So. Ansonsten bin und bleibe ich Nichtwähler. Volker Pispers hat das ja mal schön gesagt. Warum wählen 80% eine Politik, von der nur 10% profitieren? Schreibt 99 zu 1. Du hast das Grundargument dieser Folge verpasst. Na gut, das Grundargument ist, wozu dient die Demokratie in diesem System? Kommen wir gleich nochmal drauf. Auch das Volksabstimmungsargument wurde übrigens diskutiert. Und ich habe ja hier geschrieben, ich hätte jetzt gesagt, Volksabstimmungen sind die Lösung für unsere derzeitigen Probleme. So, antworte ich hier auch, deswegen hätte ich es gesagt. Nein, Demokratie funktioniert nicht wie eine Verschwörung. What? Bearbeitet, also vorher hat der Neue mal anderes geschrieben. Keine Ahnung. Wieso, was für eine Verschwörung? Was ist das für ein Scheiß da, was die antworten? Auch dazu wurde im Vortrag einiges gesagt. Weiterhin im Kapitalismus werden Kinder durch die Schule dumm. Mal so provokativ dahingesagt. Da sind wir dann wieder einer Meinung. Höret ihr den Vortrag noch mal? Hört ihr denn nochmal den Vortrag an? Peter Decker hat andere Dinge über die Demokratie erzählt als du gerade. Antworte ich natürlich, ich bin ja auch nicht seiner Meinung. Warum soll ich das gleiche sagen, was Peter Decker sagt? Mein Gott, ey Leute. Dann weise doch mal seine Argumente zurück, anstatt einfach deine Version daneben zu stellen.
Meine Frage, wozu? Er hat seine Ansicht, ich habe meine. Habt ihr bei 99 zu 1 ein Problem mit Dualität? Kommt die Rückfrage, aber wozu diskutierst du dann? Also ja, sie haben ein Problem mit Dualität, sie haben ein Problem damit, dass jemand eine andere Meinung haben kann. Möchte euch den Kanal trotzdem empfehlen, ist, weil die haben sehr viele tolle Redner und interessante Inhalte. Allerdings, manche ihrer Redner gendern so viel, dass ich dann einfach abdrehe, weil ich kann das, ich schreck da jedes Mal hoch, wenn da so gesprochen wird. Naja, egal. Ich möchte nichts Schlechtes über 99 zu 1 sagen. Ich finde nur diesen Gesprächsverlauf hier, ich habe ihn euch jetzt vorgelesen, sehr interessant. Es ist nämlich verdammt verbreitet, über diese Demokratie nicht als das zu reden, was sie ist. Und nicht bloß unter Intellektuellen, die dann ja, darüber erfinden, was sie sein könnte und was sie leisten sollte und so weiter, sondern bei jeder Mann und jeder Frau. Über die wirkliche Demokratie haben die meisten Leute eine ziemlich schlechte Meinung. Dass sie viel zu melden haben, dass auf sie gehört würde, das glaubt kaum einer. Dass er mit seiner Wahlstimme viel bewirkt, wird man selten hören. Dieselben Leute, die ziemlich abfällig über die Demokratie, wie sie es gibt, denken, sind aber jederzeit bereit, den Wert der Demokratie hochzuhalten und zu sagen, dass in der Form des Wertes ist es eine tolle Sache, nämlich das ist eine Ordnung, da geht es um den Bürger, da werden die öffentlichen Angelegenheiten im Interesse der Bürger geregelt und die Funktionäre der Macht, die ja, hören auf die Interessen der Leute. Diese Stellung, wie gesagt, eine sehr allgemeine, die soll angegriffen werden in dem Buch. Und zwar indem man sich mit der Staatsform Demokratie, die es gibt, befasst und nicht mit einer, die man sich ausdenkt. Mal erste These dazu. Der Staat, wie ihn jeder kennt, ist eine Obrigkeit, übt Herrschaft aus, in der Weise, die auch jeder kennt. Es werden Gesetze erlassen, an die muss man sich halten. Sie scheiden Erlaubtes vom Verbotenen und sie weisen den Interessen der Menschen in der Gesellschaft den Weg. Und auf die Weise, mit diesen Gesetzen und den verpflichtenden Regeln, denen die Leute unterworfen werden, zur Not immer mit der Gewalt, die der wirkliche Grund der Geltung der Gesetze ist, der Gewalt der Polizei und der Justiz. Mit diesen Gesetzen regelt die politische Obrigkeit das ganze Leben der Gesellschaft und zwingt die Bürger zu der kapitalistischen Kooperation, die eben ihren Alltag ausmacht. So, das kennt man. Genau dazu ist die Demokratie die, ja, wir haben gesagt, perfekte, die ideale politische Organisationsweise der Herrschaft, die sich diese Form gibt. Also an der Stelle gleich zum Einstieg. Bei der Demokratie denken die Leute so schnell an das Angebot, das sie an sie ist. Ja, man wird gefragt, man darf abstimmen, ach Gott, ja, im Wahlkampf kommen die Politiker sogar mal vorbei bei Ihnen in Kleingartensiedlungen oder in den Schulen oder sonst wo. Man betrachtet es gerne als Angebot an den Bürger, aber nehmt es mal umgekehrt. Es ist eine Organisation, die der Staat sich gibt und mit der er den Bürgerwillen sich
hin organisiert. Also das. Also genau darum geht es ihm. Er beschreibt die Demokratie, wie sie derzeit ist. Das ist ja eine Seite der Medaille und ich teile seine Analyse. Wunderbar. Aber man muss ja auch darüber reden, wie die Demokratie sein sollte. Ja, ich habe da vor Jahren, mach das, ist ein Videoblog, ja, also wird jetzt keine Dokumentation oder sowas hier. Ich habe da vor Jahren mal. Oh. Alter, ruckelt das. Im Moment ruckelt der Browser, wie verrückt. Seit dem letzten Update, warte mal hier. Übersicht. Immer noch mal die Desktop-Kamera, dass ihr das seht. Und zwar hier in meinem Hauptkanal. Ja, den einen Doku-Kanal habe ich mal rausgenommen komplett. Weil da waren über 90% der Videos gesperrt. Den anderen, der ist noch online. Hier in meinem Hauptkanal. Playlists. Oder warte mal, Videos nach beliebt. Da ist er, Top 3. Andreas Popp, das war ein Vortrag. Das Wort Demokratie setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und es ist so, in der Demokratie. Da erklärt er einfach mal ganz philosophisch, zerlegt er das Wort Demokratie und erklärt, was es damit auf sich hat. Ah, fuck you. Soll ich für die Zensur noch Geld ausgeben? Demokratie müssen wir bei dieser Thematik ins alte Griechenland zurück. Weil es gibt sonst keine begrifflich darüber. Wir müssen uns mit der etymologischen Bestimmung auseinandersetzen und wir müssen auch wirklich dann mal zurückgehen, woher kommen diese Begrifflichkeiten? Demos ist der erste Begriff. Ich muss es relativ kurz machen, weil meine Zeit ja nur relativ begrenzt ist. Demos Lass dir heißt Zeit. das Volk, sagen viele. So wird es auch unterrichtet. Für diejenigen, die wie ich mal das alte Altgriechisch noch gelernt haben in einem althumanistischen Gymnasium, also dieses berühmte Andraimo, Enepe, Musa, Polyktropon, Hosmala, Polla, da gibt es ja so einige, die kennen das. Demos heißt nicht das Volk, sondern Demos heißt das Dorf. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also der Begriff Demokratie besteht aus zwei Begrifflichkeiten. Der erste Begriff ist Demos. Und der beschreibt schon einmal die Region, wo eine Demokratie, wenn überhaupt, nur gelten kann. Und das ist ein Dorf. Wir stellen also schon einmal fest, dass Demokratie grundsätzlich nicht auf große Strukturen angelegt sind, wie zum Beispiel Deutschland, verschiedene Bundesländer oder als ziemliches Geschwür wäre zum Beispiel die EU zu nennen oder sonstige Dinge. Also an dieser Stelle da, Mr. der Peter Decker, Dr. Peter Decker, beschreibt, wie die Demokratie heute ist. Und er sagt ja von vornherein, er geht nicht in seinem Buch, also auch nicht in seinem Vortrag darauf ein,
was der Wunsch an die Demokratie ist. Aber das will ich halt machen. Und deswegen ist es auch leicht zu sagen, Volksabstimmungen, das ist Quatsch. Da werden ja immer die Fragen beantwortet oder zur Abstimmung gegeben, die unwesentlich sind, und alles andere wird ja über die Köpfe hinweg entschieden. Das sagt er, also ich verlinke euch ja das Video unter die Beschreibung, guckt es euch selber an. Macht euch selber eure Gedanken. Und dann geht ihr halt auf dieses Video zurück. Vielleicht, wenn ihr wollt. Und hört euch meine Gedanken an. Aber hier geht's drum, was Demokratie überhaupt ist, was das Wort, wo das Wort herkommt und wie das Ganze aufgebaut sein könnte. Die ganz deutlich gegen das Dorfsystem im Rahmen einer Demokratie schon mal verstoßen. Das zweite ist der Bereich Kraten. Und Kraten heißt herrschen. Herrschen ist, das muss man einfach mal, ich kann nicht so gut schreiben, ich kann besser malen. Ich bin Waldorfschüler, da kann man sogar seinen Namen tanzen. Es ist auf jeden Fall so, es ist so, jetzt lachen Sie an einer völlig falschen Stelle, aber okay. Also herrschen heißt natürlich auch sich selbst beherrschen. Ein sich selbst beherrschendes Dorf, das ist Demokratie. Demokratie ist ganz klar festgelegt im alten Griechenland, eine dörfliche Struktur. Und diese Begrifflichkeiten möchte ich gerne mit Ihnen durchgehen, weil damit können Sie jeden mittleren Politiker, gut, das ist jetzt vielleicht auch sehr unfair. Muss ja auch dazu sagen, es gibt nicht das alte Griechenland. Ja, gibt nur das alte Athen und das alte weiße Geier was. Ja. War bis jetzt nur einmal im Griechenland, kenne da nicht so viel. Aber auch intelligente Leute an die Wand nageln. Ja, es ist logisch. Warum ich das sage mit dieser Provokanz, das beweise ich Ihnen auch, weil wir nicht in einer Demokratie leben, sondern etwas ganz anderem. Wir haben diese Systematik aus der alten Demokratie bestand aus drei Systemen. Das ist jetzt fast eine Vorlesung. Viele kennen mich auch aus Kanada. Ich unterrichte da unter anderem an einer Uni immer wieder mal in Vorträgen in Antigonish, in Nova Scotia. Du müsstest es eigentlich kennen, Andreas, ne? Da. Die Deme. Die Deme ist das erste Organ innerhalb einer Führungsstruktur eines Dorfes. Die Deme ist die Führungsriege, Führer genannt. Ich möchte mit unseren Begrifflichkeiten exakter umgehen, weil ich rede von Führern, nicht von Verführern. Auch da wird permanent, auch in unserer gerade neueren Geschichte, sehr schlampig mit unseren Vokabeln umgegangen, weil wir die größten Verführer unserer Geschichte als Führer bezeichnen. Das an sich finde ich schon ziemlich absurd. Und ich möchte Sie bitten, sehr genau hinzuhören, weil sehr schnell radikale Tendenzen interpretiert werden, wenn einer das Wort Führer fehlerfrei aussprechen kann. Weil Führer könnte ja auch was Sinnvolles sein im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. So, das ist die Deme. Die Deme wurde nicht gewählt, sondern die Deme war eine aristokratische Führung. Eine Diktatur gewissermaßen, aber in einem Dorf. Und wenn eine Diktatur in einem Dorf ist, kann sie durchaus funktionieren, während eine Demokratie überregional gar nicht funktionieren kann, sondern immer in einer Tyrannei entartet. Aber auch da kommen wir gleich drauf. Ich will es nur schon mal vorweg sagen, in welche Richtung ich gehe. Ich bin bei der Analyse des Wortes, des Begriffes. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch mal wissenschaftlich mit bestimmten Themen auseinandersetzt und einfach mal eine Ableitung macht, damit, wenn wir in Zukunft von Demokratie reden, vielleicht einfach auch eine andere Vorstellung davon bekommen. Die Deme ist also die Führung. Dann kommt als nächstes die Bürger. So, wir kennen die Bürger, den Begriff, und alle glauben in der heutigen Zeit, der Bürger, ja, das sind wir. Falsch. Der Bürger war im alten Griechenland, gehörte zu einer speziellen Gruppe, zu einer privilegierten Gruppe.
Das waren die sogenannten Senatoren. Das waren die sogenannten Abgeordneten. Das kennen wir noch in Bremen und in Hamburg, da kennen wir es noch. Da gibt es die Bürgerschaften. In der Bürgerschaft sitzt nicht der Pöbel. In der Bürgerschaft, da sitzen letztendlich privilegierte Organe der Führungsstruktur, eine Art Kontrollorgan. Und jetzt kommt dazu als nächstes das Volk. Was ist denn das Volk? Aha, das sind wir. Falsch. Das Volk waren auch ausgesuchte Menschen im alten Griechenland, die demetreu und bürgertreu waren, die ethnisch immer zur selben Volksgruppe gehörten, ethnisch. Und das waren dann die Leute, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das war die spätere Armee. Das Volk war die Armee. So, und diese hier zusammen, die Deme, die Bürger und das Volk, haben von den Bewohnern eines Dorfes anteilig nicht mehr als 10% ausgemacht. Der Rest, das waren die 90%, die gehörten nicht zur Deme, sondern die gehörten zum Idios. Idios ist auch ein griechisches Wort, Idiot. Woraus sich das Wort Idioten ableitet, aus der heutigen Zeit. Idios ist im Prinzip letztendlich die Gruppierung, die man auch als Untertan oder als Sklaven bezeichnen kann. Nein, Sklave ist eigentlich ein falscher Begriff, weil im Rahmen einer vernünftigen Demokratie kann diese Struktur außerordentlich gut sein. Denn wenn hier ordentliche Führerpersönlichkeiten sind, eine ordentliche Struktur der Kontrollorgane und eine sauber strukturierte Armee, die das Interesse des Dorfes vertritt, dann können die Idios hier unten durchaus ein sehr komfortables Leben führen. Zumindest besteht eine gute Chance. Ein solches System ist ganz klar die Demokratie. Und diese Demokratie kann natürlich niemals im Großen funktionieren, sondern nur im Kleinen. Wie kommt es denn, dass die größten Verbrecher in Bronze gegossen auf Marktplätzen stehen mit großen Gedenktafeln? Weil es gar keiner weiß, was sie getrieben haben. Und warum? Weil es unübersichtlich wurde. Weil wir nämlich diese Demokratie schon seit Jahrhunderten nicht mehr leben. Weil wir nämlich seit Jahrhunderten bereits in überdimensionalen Konstruktionen, in sogenannten Völkerwucherungen, die wir dann eben halt Staatengebilde nennen. Wir sprechen bei Deutschland zum Beispiel vom deutschen Volk. Es gibt kein deutsches Volk. Es gibt deutsche Völker. Es gibt Badener, es gibt Schwaben, Schleswiger und Holsteiner, Nordrhein. Ich bin Mecklenburger, der im Saarland lebt. Also, ja. Hätte fast gesagt was. Ihr Ossis da draußen. Hört auf mir zu unterstellen, ihr Wessis habt keine Ahnung, ich bin Ossi. Aber auch Westfalen. Das ist uns abhandengekommen. Und diese natürlichen dörflichen Strukturen, die wir noch haben, das ist übrigens der Grund, warum wir uns, wenn wir uns gerade kennenlernen, siezen. Uns mit Sie, wie geht es Ihnen? Was sagen Sie dazu? Warum siezen wir uns? Das ist Plural, Mehrzahl. Wenn ich Andreas Frühmark anspreche und ich sage, wie geht es Ihnen, dann sieze ich ihn deshalb, weil ich ihn als Repräsentant seines Dorfes sehe und er natürlich auch sein Dorf repräsentiert. Und deshalb spreche ich ihn mit Sie und mit Ihnen an. Das ist aus der alten Struktur noch übergeblieben. Das sind die dörflichen, demokratischen Strukturen auch im alten Germanien. Ich halte das mal für ganz wichtig, diese Dinge auch mal auf den Punkt zu bringen. Die Problematik begann dann erst problematisch zu werden, als das große, alte, sogenannte antike Griechenland, Alexander der Große, im Rahmen seines Größenwahns, ob gut oder schlecht, eben halt versuchte, neue Gebiete zu erobern und annektieren. Das war schon längst nach Einsetzung des gnadenlosen Materialismus, der den Idealismus, der bis dahin galt, offensichtlich abgelöst hat. Zumindest sind das meine jetzigen Thesen, die ich habe. Ich habe übrigens kein Geschichtsbild, weil die offizielle Geschichte, die ich lese, die ist widerlegt. Die Geschichte, die ich habe, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann nur anhand von Thesen und anhand meiner eigenen Erforschung mir Bilder machen, wie es gewesen sein könnte. Ich kann es aber nicht beweisen. Aber die Geschichtsbücher, die dienen letztendlich einem Zweck, den Machtsystemen die Grundlage zu bieten, die wir heute haben. Und das hat Karl Marx schon gesagt. Er hat gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Das ist relativ einfach. Und ich möchte das einfach nur mal hinterfragen dürfen, und zwar ganz sachlich und nüchtern. Und wenn wir sprechen vom alten Griechenland,
dann können wir das Thema vergessen. Es gab kein altes Griechenland. Das ist eine Lüge. Es gab griechische Städte. Es gab Troja. Es gab Athen. Es gab Sparta. Es gab Theben. Aber es gab kein antikes Griechenland. Aber wo heute die geopolitischen Grenzen gezogen haben, die Städte, die dort alle drin sind, die nennen wir irrtümlicherweise antikes Griechenland, wobei das teilweise stark verfeindete Städte untereinander waren, wissen wir. Denn es ist tatsächlich nämlich immer auf dieser Ebene zurückzuführen. Das ist die sogenannte Demokratie. Bei den Römern später nannte man das eben halt nicht mehr Deme, dann nannte man das eben halt Res Privata und Res Publica. So hat man letztendlich die Systeme damals genannt, als Unterdrückungssystem der Sklaven im Rahmen einer Res Publica, woraus das Wort Republik kommt. Ein Unterdrückungssystem quasi für Untertanen. Vielleicht mal ganz interessant, dass man so weiß, wo man... Also ihr seht die Einblendungen, da habe ich im Fremdwörterlexikon nachgeguckt. Hab euch dann immer noch reingeschrieben, wo ihr das findet. Also wohnt. Auf jeden Fall. Dachte. Ja, das ist dann auch schon alles dazu. Also. Noch so ein Kanal im Shadowban. Wobei der jetzige Kanal mit fast 6000 Abonnenten kommt auch nicht über die 146 Aufrufe. Also drauf geschiss. Ja. Na, die Kamera. Die Frage ist halt, jetzt haben wir also dieses Gebilde Deutschland und nennen es einen Staat der demokratisch sei. Muss man ja mal überlegen, wie ist es und wie sollte es sein? Sinn und Zweck der Demokratie ist es, die Macht, also die Bestimmungsgewalt von einem Menschen, das wäre eine Diktatur, oder von einer Partei, einem hat ein System auf viele zu verteilen, damit es keinen Machtmissbrauch geben kann. Wie wir ihn halt in den 30ern und 40ern des 20. Jahrhunderts hatten. Und das bewerkstelligt man, indem man ein Parlament hat, in dem die Bevölkerung vertreten wird. Was wir nicht haben. Im Bundestag sitzen nur noch Akademiker. Indem man im Parlament möglichst viele Parteien vertreten hat. Das haben wir auch nicht. Ja, wir haben... Die Grafik. Hab sie neulich besucht. Könnte er wohl liegen. Ah. Na, lass das mal. Komisch. Hab's ja letztens noch in der Hand. Egal. Bringt mich schon aus dem Konzept.
ist doch. Da ist es doch. Ja. Unsere Einheitspartei, ja. Wieso ist denn das jetzt alles verschoben hier? Furchtbar. Da. Also. Habe ich jetzt noch mal zeigen, habe ich inzwischen handschriftlich das hinzugefügt. Inzwischen auch Teile der Linken. Also das bezieht sich jetzt nur auf die Russlandpolitik. Das heißt nicht, dass das ganz allgemein gilt. Ja. Auch die AfD ist Teil der Einheitspartei und auch BSW ist Teil der Einheitspartei. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Also haben wir im Prinzip nur diese vier Parteien, die ich die Einheitspartei nenne, und die zwei Blockparteien. Und zwar die Linke und die AfD. In einem demokratischen Parlament sollten aber möglichst viele Parteien vertreten sein. Und die Parteien sollten alle mehr oder weniger anteilig die Meinungen, die sehr verschiedenen Meinungen der Bevölkerung vertreten. Das ist bei uns nicht der Fall. So. Und dann sollte in einer Demokratie natürlich auch über Entscheidungen, über Beschlüsse abgestimmt werden. Also wollt ihr überhaupt, dass wir Waffen an die Ukraine liefern? Lasst uns doch mal wählen. Oder wollt ihr, dass wir das Völkerrecht brechen und Sanktionen gegen Russland machen? Wollt ihr, dass Deutschland auf der Seite Israels gegen Gaza sich positioniert? Wollt ihr Stuttgart 21 überhaupt anfangen? Ja, das war ja damals so, als die Scheiße schon quasi gelaufen war, hat man in Baden-Württemberg eine Volksabstimmung dazu gemacht. Und die Frage dann auf dem Wahlzettel so uneindeutig formuliert und über die Medien so viel Verwirrung gestiftet. Ich glaube, die meisten Menschen haben dann nachher abgestimmt. Ah ja, jetzt haben sie es angefangen, jetzt sollen sie es halt fertig machen. Also, war auch das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich mal danach gefragt wurde, ob ich etwas überhaupt will. Wollt ihr, dass der Staat einen Flughafen baut? Weil da gäbe es dann etwas Sinnvolleres, mit dem Geld anzufangen. Wollt ihr überhaupt 100 Milliarden für Waffen, für die Bundeswehr, zusätzlich zu den 48, 49 Milliarden, die sowieso schon jedes Jahr in Sand setzen.
Teile ich ja immer gerne den Rainer Mausfeld. Jetzt dudelt das Video wieder. Halt mal die Klappe. Also ich habe hier auf meinem Kanal ganz viele interessante Redner. Auch den Peter Decker. Ja, wo ist er denn? Er müsste etwas weiter unten sein, weil da habe ich länger nichts hinzugefügt. Ah, da ist er doch. In neuem Tab. Genau der. Rainer Mausfeld. Sehr interessant. Es geht darum, dass er sich empirische Studien angeguckt hat und festgestellt hat, dass die Bevölkerung im Kollektiv bei komplizierten Fragen öfter richtige Entscheidungen trifft als die sogenannten Experten. Und er erklärt auch, warum wir nur alle 4 Jahre wählen. Die beste Demokratie ist die Demokratie, die gar keine ist. Ja. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass hier nur 5 Videos drin sind. Sind die anderen wahrscheinlich alle schon wieder gesperrt. Egal. Auf jeden Fall interessant, was der Mann zu sagen hat. Und das ist ja ein Punkt, auf den geht der Dr. Becker überhaupt nicht ein. Ist aber relevant. Wenn man über Demokratie redet, muss man auch diesen Aspekt ansprechen. Es ist immer die Frage, rechts, links, ist immer so die
die Frage, die gestellt wird, rechts, links, jetzt haben sie, vor 2 Wochen oder was, Demos gegen rechts gemacht. Die Parteien dazu aufgerufen, von der Einheitspartei. Haben das Verbot einer der Blockparteien gefordert. Da müsste man ja erstmal überhaupt fragen, was ist rechts, was ist links? Und wie stellt man das da überhaupt? Also die einfachste Variante wäre ja, ich möchte das mal so machen, weil ich mich halt auch gerne dieser Begrifflichkeiten bediene. Müsste man ja erstmal feststellen, worüber wir hier überhaupt reden. Ich sage ja auch immer gerne rechts und links. Die einfachste Variante ist jetzt das zweidimensional zu machen. Also von der Mitte aus nach links oder nach rechts. Man kann das Ganze auch ein bisschen anders betrachten. Sozusagen eine dritte Dimension einfügen. Ist halt die Frage, wo ordnet man diesen Begriff hin, ne? Kapitalismus ist dann der Gegenspieler zum Kapitalismus, ist dann der Gegenspieler der Sozialismus, der Kommunismus, weiß ich nicht. Ist das, ich schreibe den mal auf. Sozialismus. Kommunismus. Neoliberalismus wäre ja auch noch so ein Begriff. Neo. Es ist schwierig, die Begrifflichkeiten einzuordnen. Ich würde sagen, so. 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 Na ja, kann man auch
auswählen, transparente Auswahl. Ja. Ich denke, unsere Einheitspartei und ihre Blockparteien bewegen sich alle in diesem Feld. Ja, machen wir ein bisschen anders. Sagen wir mal so. Man muss sich halt fragen, ja, das ist, eigentlich sind die Strahlen alle unendlich lang. Ja. Die Meinungen können in alle Richtungen gehen. Und das, was ich jetzt hier markiert habe, das ist der sogenannte Meinungskorridor oder der Debattenraum. Meine Überlegung war jetzt oder ist immer noch, wenn ich das so für mich selber im Kopf strukturiere, ja, dann würde ich sagen, ordnen wir die mal hier ein. KPD. Da hatten wir die NSDAP. Warum zeige ich euch das? Weil es immer noch Menschen gibt, die sagen, je. NSDAP wäre links gewesen. Das heißt, um jetzt das, was da im Parteitag drin hockt, zu analysieren, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, was ist rechts, was ist links. Und die NSDAP wollte eine Staatsführung nach sozialistischem Vorbild aufbauen, das stimmt. Also links. Aber warum sind sie dann rechts? Weil sie eben Nationalisten waren. So, das heißt, hier kommt dann noch eine Begrifflichkeit dazu. Also das mit Kommunismus und Neoliberalismus könnte man mal in Klammern denken. Ne? National. Also. Machen wir da mal so. Substantiviert Nationalismus. Dann wäre links. Also rechte Ideologie. Ohne Urteil darüber abzugeben, ist zu sagen, wir sind gleich, aber wir sind gleicher als die anderen. Also man betont quasi
den Unterschied. Ja. In dem Fall war das halt so, dass man gesagt hat, der deutsche Volkskörper, der Arier, das ist der Herrenmensch und die Juden, also meine Familie, das ist der Untermensch, der nicht zum deutschen Volkskörper gehört. So, das heißt, wir haben hier den Nationalismus und was haben wir dann hier? Den Internationalismus. So. Internationalismus. Kann man so, glaube ich. Lass mich den mal da einfügen. Und lass das mal eine Klammer machen. Man muss ja mal einfach einfach mal die Begrifflichkeiten überhaupt erst definieren, bevor man anfängt, darüber zu fachsimpeln. Vielleicht ist ja auch der Kommunismus das Gegenstück zum Kapitalismus. Vielleicht ist ja auch der Kommunismus und der Sozialismus, na gut, das geht ungefähr in die gleiche Richtung, denke ich mal. Vielleicht ist der Kommunismus auch das gleiche Teil, die andere Seite der gleichen Medaille, ne? Die Frage ist halt, wo befinden sich die Parteien? So, dann lass mal gucken. Da steht ein paar Auswahl. CDU, CSU. Hab das nochmal anklagen. CDU, CSU. Besonders die CSU, würde ich sagen, die sind sehr hier. Ja, das heißt nicht, dass das jetzt die ultimative Wahrheit ist, was ich euch hier zeige, sondern ich versuche nur euch zu schildern, wie ich die Sache sehe. CDU, CSU. Hat sich die letzten 16, 20 Jahre auf jeden Fall dadurch bemerkbar gemacht. Sozialabbau, Rentenkürzungen.
Weniger Steuern für die Reichen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die SPD. SPD, das Kriege könnte man auch mal noch aufführen hier als was ist rechts, was ist links. Krieg. Okay. Ah, schon wieder. Ja. Bin zu selten am PC. Krieg und Frieden. Wie gesagt, ob das von der Ideologie so ist und ob das von der Praxis so ist, das sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe. Einfach mal, um das irgendwie zu strukturieren. SPD, den Krieg in Serbien. Steuern für die Reichen abschaffen, für die Arbeiter in die Höhe treiben. Die Pensionen für die Beamten, dass die quasi nicht von ihren Gehältern in die Kasse einzahlen, aber aus der Kasse rausnehmen, wodurch auch meine Rente immer kleiner wird. Das war ja nicht die FDP, das waren ja die Sozen. Also hier. Also, FDP würde ich jetzt sagen, irgendwo hier, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr kapitalistisch. Politik für die Reichen. Für die Reichen 10%, sagt man so in Deutschland. Amerika sind es vielleicht die Reichen 3%. So, dann haben wir noch die Olivgrünen. Gemessen an ihrer Realpolitik. Strom wird immer teurer. Dann die Firmen, die die ganzen CO2-Abgaben machen müssen. Was ja alles wieder auf den Verbraucher, also alles auf uns arbeitende Bevölkerung abgewälzt wird. Die ganze Politik aus Angst vor dem Klimawandel. Das ist ja alles Politik. Wer kann sich dann Photovoltaik auf dem Dach leisten? Ich nicht. Wer kann sich dann den teuren Ökostrom leisten? Ich nicht. Wer geht denn ins Reformhaus? Ich nicht. Und dann treiben sie uns in Kriege, sind für Waffenlieferungen, sind gegen Verhandlungen. Ich würde sagen, so.
irgendwo im Debattenraum. So, die Spannung steigt. Die Linken. Die Nachfolgepartei von der PDS, SED. Ja. Wo sind die? Eine, wo ordne ich die ein? Einfach um auch den Bogen dann noch mal zu kriegen, zu dem, worum es halt geht, ne? Sind die für Frieden? Soweit ich mich erinnern kann, haben die auch für die Sanktionen gestimmt. Völkerrechtswidrige Sanktionen. Schon im Dezember, Januar 22 von den USA beschlossen und bereitgestellt, für wenn es dann endlich losgeht. Schwierig, also ideologisch nach außen hin tun sie ja so, als wären sie hier. Für Frieden sind sie aber nicht. Stehen die irgendwie dafür ein, das Geldsystem zu ändern, was ich unter Sozialismus verstehen würde? Zins- und Zinseszinspolitik abschaffen. Gewinne wie Einkommen zu versteuern. Erbschaftssteuer für alle gleich. Auch für Firmen, auch für Konzerne. Weiß ich nicht. Höre ich von denen nichts, dass sie das irgendwie fordern. Ich würde die hier in der Mitte irgendwo einordnen. Vielleicht so. Oder mittler drauf. Und die Affen für die D-Mark. Die nicht kapieren, dass wir vom Euro profitieren als Land. Die eine starke D-Mark zurück wollen. Also das Finanzsystem an sich, das ist ja auch sehr komplex, sehr kompliziert. Da müsste ich mich erst noch mal mit befassen, das ist schon ein paar Jahre her. Also als Friedenspartei kann man die jetzt nicht bezeichnen. Die sind für eine Militarisierung, für die Wehrpflicht. Politik für den kleinen Bürger machen sie auch nicht gerade. Sie nähern sich gerade mit der CDU an. Was, wenn die wirklich, wenn CDU, CSU mit AfD koaliert, ist das ja wirklich ein Verrat an den AfD-Wählern. Einfach mal überlegen.
sind auf jeden Fall ich würde sie mal dahin packen. Ja, vielleicht noch ein bisschen nationalistischer, aber auch nicht viel, ne? Die Grünen sind nicht so nationalistisch, aber volle Kanne kapitalistisch. Das heißt, müssten wir dann da einpacken. Eine Partei, die mal zu irgendeiner Europawahl stand. Ein Bündnis Grundeinkommen. Die wollen zumindest mal die Reichen besteuern. Wie es die SPD nicht will, die Einheitspartei. Die wollen Umverteilung. Aber halt auch innerhalb des kapitalistischen Systems. Müssten wir mal definieren vielleicht mit Insistenz. Okay. Das Gegenstück dazu wäre ja dann Zinsfreiheit und sagen wir mal Geld mit Gegenwert. Ja, vielleicht kann man das ja. Vielleicht kann man das ja mal so anordnen. So, und dann seht ihr schon, dass in unserem Bundestag eben nicht und auch in unseren Medien nicht alle Meinungen vertreten werden. Also, mal überlegen, die sind ja weniger nationalistisch.
CSU ist ja für Bayern. Ja, soll sich Bayern abspalten, weil die einen Freistaat machen. Wäre, glaube ich, auch nicht schlimm. Ja, ich würde es einfach mal so stehen lassen. Da seht ihr das gerade unten im Logo. Rechts und links, rechts und links. Alles eins. Was wir halt haben ist, dass sich alle um dieses eine Finanzsystem herumdrehen. Um dieses legalisierte Falschgeld. Ja. Möchte es mal so sagen. Was steht denn auf dem Euroschein noch drauf? Was ist, was ist, was ist da? Copyright. Das ist ein urheberrechtlich geschütztes Design. Was hat denn das mit einer Banknote zu tun? Das ist legalisiertes Falschgeld. Da steht nicht drauf, kannst zur EZB gehen und das Geld gegen Gold eintauschen. Oder da steht auch nicht drauf, der deutsche Staat bürgt dafür oder irgendwas. Es ist nur, na, der Geldschein ist ein Scheingeld. Das ist mal eine Absprache, mehr nicht. Und unser ganzer Demokratiebegriff, also auch das, was der Herr Becker in seinem in seiner Rede beschreibt, das ist alles innerhalb dieses Finanzsystems. Und innerhalb dieses Finanzsystems dient die Demokratie der Machterhaltung des Systems. Ja, er erklärt ja den Begriff. Wie gesagt, guckt es euch an. Und die Frage ist halt, wir müssen nicht nur Demokratie neu denken, sondern wir müssen das ganze System neu denken. Also auch das Geldsystem. Ja, ich werde ja manchmal gefragt, ob ich gegen die AfD sei, ob ich für die AfD sei. Weder noch. Ich bin auch nicht, wenn ich mich selbst als links bezeichne, heißt das nicht, dass ich für die Linke bin, oder? Naja, könnte man ja mal noch gucken. Sarah Wagenknecht. Vorläufig Bündnis Sarah Wagenknecht. Ob ich da meine Hoffnungen reinsetzen würde, bin ich schon gefragt worden. Nee, mache ich nicht. Letztes Jahr hat die Einheitspresse verkündet, weil die Linke ja so regierungskonform ist,
springen die ganzen Wähler dort ab und wählen AfD. Und würde Sarah Wagenknecht jetzt eine Partei gründen, dann könnte man der AfD quasi die Wähler wegnehmen. Dann würden die ganzen Linken, die sich in der Linken nicht mehr vertreten fühlen und aus Protest die AfD wählen. Die würden dann quasi zur Wagenknecht-Wählerin. Daraufhin hat die Wagenknecht gesagt, sie macht keine neue Partei. Daraufhin hat die Linke als Blockpartei der Einheitspartei Wagenknecht rausgeschmissen und Wagenknecht macht eine neue Partei auf. Und in ihrem Parteitag haben sie ja schon gesagt, also sie werden auch den Klimawandel bekämpfen. Und wie ich zu dem Thema stehe, wisst ihr ja vielleicht schon. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, ist nicht schwer herauszufinden, wie ich dazu stehe. Wie gesagt, erneuerbare Energien kann man machen. Aber da muss man auch die Speicherung der Energie schwierig. Ja, da muss man auch die Speicherung der Energie berücksichtigen. Die Überkapazitäten kriegt man nicht weg, indem man die Anzahl der Windräder verdoppelt oder vervierfacht oder verachtfacht. Wenn Flaute ist, ist Flaute. Punkt. Und wenn die Sonne nicht scheint, dann scheint die Sonne nicht. Du kannst das ganze Land mit Solarpanelen zuballern, wenn bewölkt ist, aber kein Wind geht, ist kein Strom da. Aber es ist natürlich, ist ja alles vielseitig, sinnvoll. Vom Erdöl, das man nur einmal abfackeln kann, wegzukommen und vom Erdgas. Da spielt ja der Krieg in der Ukraine, spielt ja den Grünen da schön in die Hände. Jetzt haben sie endlich einen Grund gefunden, warum sie das russische Gas nicht mehr wollen können. Und dafür ihre idiotische Pseudo-Ökopolitik durchsetzen. Weshalb ich jetzt hier immer irgendwelche Brötchen fressen muss. Ja, wo ordnen wir die ein? Ich lasse ihn mal hier stehen. Man kann sie ja immer noch verschieben. Warte mal. Datei. Ja, speichern wir mal. Machen wir zu. Mal umbenennen in. In. Wie nennen wir die Datei? Politische Ausrichtung. Wunderschön. Ich lasse die auf jeden Fall mal hier auf dem Desktop drauf. Also dieser Desktop dient ausschließlich
Dient ausschließlich meinem Vlog-Blog. So. Die Frage ist also, 1,5 Stunden jetzt. Die Frage ist also, Demokratie. Wie es ist, wie es sein müsste. Die Demokratie dient im Moment dem Machterhalt des bestehenden Systems. Und das bestehende System legitimiert sich dadurch, dass sie sagen, wir sind ja gewählt worden. Also das ist ja auch das, was der Herr Decker richtig analysiert hat, und sehr tiefgründig. Woran ich mich halt gestört habe oder störe, ist, aber nicht, also in seiner Analyse stimme ich ihm ja zu. Ja. So wie die Politik im Moment ist, die Parteienlandschaft, alles, die Medien, kannst du das mit den Volksabstimmungen knicken. Ja. Der eigentliche Sinn von der Demokratie ist, dass die Macht von ein paar wenigen auf möglichst alle verteilt wird. Der Andreas Popp hat jetzt analysiert also, dass die Demokratie eigentlich nur für ein sehr kleines, wenn sehr, wenn eine sehr kleine Stadt oder Dorfstruktur konzipiert ist und funktionieren könnte. Wir haben jetzt halt diese Staaten und diese Staatenbündnisse, also Stichwort Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Neuer Name EU, damit das so klingt, als ob das fürs Volk wäre. Ist aber immer noch eine Gemeinschaft für die Wirtschaft. Also auch wieder innerhalb dieses kapitalistischen Systems. Ja. Artikel 146. Geht denn das schon wieder nicht? So. Möchte nur noch mal fürs Protokoll, dass es nicht heißt, ich wäre ein Verfassungsfeind oder so ein Quatsch.
Ja. In dieser Verfassung könnte man auch reinschreiben, dass alle politischen Entscheidungen durch Volksabstimmungen beschlossen werden müssen. Da fragt man sich auch, was der Verfassungsschutz eigentlich schützt. Die Legitimität des Staates, nicht das Grundgesetz, nicht die Verfassung. Deswegen sollte das Verteidigungsministerium auch Kriegsministerium heißen. Der Verteidigungsminister ist ein Kriegsminister, der uns sagt, wir müssen kriegsbereit sein. Und die NATO ist kein Verteidigungs-, sondern ein Kriegsbündnis. Ich bin ja dafür, dass man alle Dinge beim Namen nennt. Also die Demokratie müsste so aussehen, meiner Meinung nach, und dafür steht keine Partei, die zur Wahl ist, dass alle wichtigen Entscheidungen vom Volk mitgetragen werden. In unserer Regierung, also in dem Bundestag, sehe ich keine Abbildung des Volkes. Ja, da hocken eigentlich nur Akademiker. In den Gerichten hocken nur Akademiker. Die Polizei dient nicht dem Volk, sondern man sieht es ja, wenn die da mit ihren Limousinen rumfahren, die beschützen die Politiker vor dem Volk und legitimieren natürlich auch durch Machtausübung, durch Gewaltausübung den Staat. Also im Grunde stimme ich dem Herrn Decker seiner Analyse vollkommen zu. Ja, liebe Betreiber des Kanals 99 zu 1, ich muss und will und kann dem Herrn Decker seine Analyse nicht widerlegen. Ich sehe nur ein paar Punkte ein bisschen anders. Oder finde, dass sie in seinem Vortrag zu kurz kommen. Um nochmal hier zurückzukommen. Ja, wozu diskutiere ich dann? Ihr nennt es eine Diskussion. Haben Sie bearbeitet? War das wahrscheinlich der Kommentar, wo sie geschrieben haben, er hätte das doch diskutiert. Ah, hier genau, dann weise doch mal seine Argumente zurück. Nö, darum geht's doch gar nicht. Er kann ja seine Analyse machen und nicht meine. Meinungsaustausch funktioniert nicht dadurch, dass man die andere Meinung kaputt macht. Sondern, dass man die Standpunkte darlegt und dann guckt, ob man auf einen gemeinsamen Nenner kommt
oder sagt, okay, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ich möchte mal noch in eigener Sache die Pinnwand, die existiert jetzt schon seit 20 Jahren. Da könnt ihr Bilder mit Link draufpacken. Ich habe sie in den 20 Jahren erst einmal komplett leeren geleert, weil die mit Naked-Eye-Bildern zugespammt wurde. Und weil OBS das anbietet, diese coole Funktion, habe ich sie jetzt hier mal in mein Video mit reingemacht. Und ihr seid herzlich eingeladen, da ein Bild eurer Wahl hochzuladen. Mit einem Link eurer Wahl. Solange es nicht deren Nutzungsbedingungen widerspricht. Das kostet nichts, es ist rein für den Spaß. Wollte ich euch einfach mal noch gezeigt haben, dass es das gibt. Und ich freue mich immer, wenn da jemand was dran pinnt. So. Heute gehen mir dann die Argumente aus. Das da, so geil. Im Käseblatt. Das zeigt ja, da steht ja über dem über der Scholz-Karikatur. Demokratisch ist das, was wir sagen. Ja. Wir sind ja alles Nazis, wenn wir nicht der Meinung und den Narrativen entsprechen, die uns vorgegeben werden. Also, ne, das da. Wenn wir nicht uns innerhalb dieses Meinungskorridors bewegen, dann sind wir Nazis. Wollt man noch? Warte mal hier. Demos gegen Rechtsbilder. Die rechte Welle brechen. Ja, was ist denn rechts? Welche rechte Welle? Und ja, das Problem bei meinem Bild hier ist, wenn man immer nach links geht oder immer nach rechts geht, ja, ich sehe, ich verstehe das wie eine Kugel, dann kommt man auch irgendwann wieder da raus. Ja, die Antifa, die ist schon so weit links, dass sie wieder rechts ist. Wollte es mal nur dazu gesagt haben. Wenn ein linker Wert ist, dass die Gleichheit betont wird und ein rechter Wert ist, dass die Ungleichheit betont wird, dann ist die Antifa rechts. Absolut.
haben auch zufälligerweise. Machen wir mal ein bisschen größer hier. Haben auch zufälligerweise Schwarz-Weiß-Rot in ihrem Logo. Ja. Ja, kein Platz für rechte Hetze. Linke Hetze ist in Ordnung, oder was? Ja, ich sage immer, versteht mich, ja, missversteht mich bitte richtig. Ich bin nicht gegen die AfD, ich bin bloß nicht für sie. Ich bin nicht gegen die Linken, ich bin bloß nicht für sie. Bin nicht gegen die AfD, für die, nicht gegen die Antifa. Ich bin bloß nicht für sie. Ach, Hase Braun ist out. Ja, Moment mal, ich dachte, die neuen Braunen sind blau. Hier, das, genau das. Hass ist keine Meinung. Es war doch auch ein Plakat, wir hassen die AfD. Alles, niemand will dein Schnitzel. Bunt statt braun. Auch gut, ne? Also wenn man alles Bunte zusammenmischt, kommt auch irgendwann Braun raus. Remigriert euch ins Knie. Ja, welche Parteien reden denn gerade über Remigration? SPD. Ah ja, genau, die hier, ne? Die hier, die reden gerade über Remigration. Das war nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich bin in meinen Gedanken und dann passiert irgendwas. Kaffee ist auch schon wieder alle. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sind diese Bilder hier. Stern. Interessant, ne? Hier. Die Leute stehen im Wasser. Ich empfehle ja in jedem meiner Videos andere Kanäle und ich wollte euch. Ich wollte euch einen Kanal empfehlen heute mal. Ja, kommt da schon. Also, zurück. Karl Brenner. Ja. Es ist so fummelig alles. Ja. Ah, da unten. Videos. Die Demonstranten duplizieren sich selbst. Genau das Video war es. So gut. Hallo und Es herzlich kommt wahrscheinlich willkommen. wieder Ich der begrüße dich Hinweis zu im diesem Werbeblocker. neuen Video. Heute mit dem super spannenden Thema: Sind die Demos gegen rechts, die jetzt am Wochenende stattgefunden haben, mit KI-Bildern angereichert worden? Und es gibt also massiv. Hier haben wir schon das Originalfoto. Sekunde mal. Ich mache das mal so. Dann. Da.
Hinweise darauf. Mir haben mehrere Menschen geschrieben. Ich habe selbst mal viele Bilder nachgeprüft. Es gibt mittlerweile Programme, die das machen. Und das Ergebnis ist ziemlich gravierend aus meiner Sicht, weil viele der Bilder, vor allem aus Köln, anscheinend massiv, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit von KI-Fakes letztendlich sind. Also nicht, dass es alles nicht stimmt, sondern dass die echten Bilder halt einfach mit KI-Tools nachbearbeitet worden sind. 50.000 Menschen und hier auch weiter, die Demos wurden wegen Massenandrang abgebrochen. Man merkt schon so, also entweder das stimmt, dann wäre da natürlich eine krasse Welle unterwegs. Aber wenn man merkt, dass schon vorher versucht wird, ständig, also künstlich eine Welle aufzubauen, dann sollte man wieder ganz kritisch alles hinterfragen. Ja, wegen Überfüllung gesperrt. Wer es glaubt, hier mein Foto, wie es da gestern ausgesehen hat. Also überall in ganz Deutschland, vor allem in Hamburg, zumindest in der Vorstellung unserer Medien, also die sie verbreiten möchten hier. Und es ist natürlich ein satirisches Bild. Aber wenn du das für überzogen hältst, dann möchte ich dir jetzt gerne mal was zeigen. Und jetzt gehen wir mal in einen ganz wichtigen Bereich rein, das Thema Bildbearbeitung oder auch Bildmanipulation mit künstlicher Intelligenz, die allein uns zivilen, normalen Menschen zur Verfügung steht. Und du kannst dir sicher sein, dass in den höheren Ebenen, wo es wirklich um Einfluss geht, wo es wirklich darum geht, hey, wie bekommt man den Spin auf so einen Großteil der Menschen hin? Und das ist ein Thema, das in einen AI-Image-Detektor geschickt. Also ein wiederum Programm aus künstlicher Intelligenz, was eben prüft, ob ein anderes Bild mit künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und es sagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass hier mit KI-Tools nachgeholfen wurde, liegt bei 51%. Also das heißt, dieses Bild kannst du getrost in die Tonne dreschen. Wenn man das glaubt, dann ist man, ja, dann hat man dieses einfach Bild völlig den Bezug zu dem verloren, was heute technisch einfach möglich ist. Und das, wie gesagt, ist nur ein einziges Bild. Das kann jeder Mensch mit jedem einzelnen Bild selber machen. Hier oben findest du die URL, kannst du selber alles nachprüfen. Dann dachte ich mir, ich nehme noch ein paar andere Bilder hier von NTV aus Baden-Württemberg, etwa 18.000 Menschen. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit KI nachgeholfen wurde bei 30%. Also ein bisschen weniger. Aber ich meine, es ist halt auch ein viel, viel kleinerer Ausschnitt. Das Schild. Also ja, auf einmal alles grün. Es sind viel, viel weniger Menschen zu sehen. Dann Tagesspiegel über Potsdam, auch wieder hier die also Schilder. Maximal 2/3 Menschen und 1/3 mit einer ganz hohen KI-Wahrscheinlichkeit, dass hier nachbearbeitet wurde, dass halt 1/3 dieses Bildes, also bis zu 1/3 dieses Bildes, ja, eben unecht ist, fake ist. Ja, und auch am krassesten ist dann hier in Köln, also auch da, genau wie bei dem Dr. David Lütke, das ist auch bei mir, das ist hier ein beliebiges Bild vom Kölner Stadtanzeiger. Und da sagt das Tool, also 23% echte Menschen, 77% hier steht ein Riese. KI. Und das ist wirklich heftig. Das ist Fake. Man kann sich ja nicht sagen. Das ist Stern. Also wenn sich das bestätigt. Und wir können ja mal den Gegentest machen. Also wir nehmen jetzt einfach mal ein Bild, was wirklich 100% mit einer KI erstellt wurde. Was erkennt dieses Tool dann an? Also eins der Bilder, die ich vorhin selber erstellt habe. Und es sieht hier die Möglichkeit, dass das echt ist, echt menschlich, liegt bei 17%. Ja, und KI 83%. Und wenn du es jetzt vergleichst mit den Bildern, den offiziellen Bildern aus Köln, 23% Human und der Rest, ja, KI-Wahrscheinlichkeit, dann merkst du. Viele rote Mützen, ne? Das kann man einfach nicht glauben. Also Mütze. Also so weit in die Richtung, hier ragt einer raus. Wurde, dass man wirklich sich fragen muss, ja, was ist da passiert? Also Mütze. Aber wenn da so ein großes Interesse im Vorfeld. Also auf jeden Fall Kai Brenner empfehle ich euch. Immer wieder spannende Inhalte. Rote Mütze. Ja, merkwürdig. Oh. Auf jeden Fall die Schilder auch saugut, ne?
Nein zur AfD. Warum eigentlich AfD? Die sind doch demokratisch gewählt. Sind die dann gegen die Demokratie oder für was gehen die da auf die Straße? Na, dann machen wir es mal so. Nie wieder ist jetzt, ja, das würde ich auch sagen. Also wenn die Regierung dazu aufruft, die Oppositionspartei zu verbieten, die genau das in einem Geheimgespräch bespricht, was die Regierungspartei selber gerade debattiert, nämlich abschieben. Ah, Gott, da würde ich mich schon fragen. Ja, nie wieder Faschismus. Wie die AfD die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage? Aber wenn die AfD die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage? Ja, würde die Einheitspartei eine Politik machen, die für das Volk ist, würde das Volk ja die AfD gar nicht wählen. Oder? Und würde das Volk über wichtige Entscheidungen per Volksabstimmung entscheiden dürfen, hätte man nicht mal der Einheitspartei die Schuld geben. Aber wie gesagt, Rainer Mausfeld hat im Studien sich angeguckt und festgehalten, im Kollektiv trifft das Volk immer die bessere Entscheidung als die Experten. Und die Experten, das sind ja die Lobbyisten und die Nichtregierungsorganisationen, die jetzt unserer Regierung sagen, welche Politik zu fahren ist. Also für ein Verbot, ja, für ein Verbot einer legitimen Partei auf die Straße zu gehen, ist auch 1933. AfDler töten, yay, das sind demokratische Werte. Alle, die eine andere Meinung haben, einfach erschießen. Das ist Faschismus, meine Lieben. Na. Menschenrechte statt rechte Menschen. Ja. Ist ja die Einheitspartei, die die Ukraine unterstützt, wo rechte Menschen rumrennen, oder? Habe ich euch ja auf meinem Kanal hundertfach bewiesen. Schauen wir mal hier. Playlists. Der Bandera-Komplex. Oder die faschistischen Freunde des kanadischen Imperialismus. Das solltest du dir zum Ukraine-Krieg, das Z ist durchgestrichen, wenigstens mal ansehen. Z-Verbot, ich bin gegen den
Völkermord an der ostukrainischen Bevölkerung. Da. Der Faktencheck von Mr. Halbwissen Togo. 2 Millionen Aufrufe. Alle Kommentare gesperrt. Das Video ist ab 18. Bin mal gespannt, ob es kommt. Oh, es geht. Das ist ein Video. Das war bei Telegram drin. Auf einem Kanal von einem rechtsextremen Ukrainer, die ganz offensichtlich stolz darauf sind, was für Kriegsverbrechen sie begehen. Hier Selenskys Leibwache mit dem SS-Totenkopf. Putin schlimmer als Hitler, Ketzer der Neuzeit, auch ein guter Kanal. Ja, das ist ein Mundschuh. Erkenne Zusammenhänge. Wer waren die Todesschützen auf dem Euromaidan? NATO Stay Behind. In dem Film habe ich euch das alles aufgeschlüsselt. Maxim Zorin, ein Azov-Mitglied. Schauen Sie sich die Henker genau an. Das habe ich verpixelt. Hat der zwei Stunden, nachdem er das andere Video hochgeladen hatte, in seinem Kanal hat er dieses Video hochgeladen, wo man angeblich sieht, dass da einer eine rote Armbinde am Knie hat. Ja, die rote Armbinde, Kniebinde, Beinbinde verschwindet, da wechselt sie dann auf einmal das Bein, da springt sie rüber. Jetzt ist sie am Knie, vorhin war sie da oben. Sie geht über den Ast drüber, also sie ist auf jeden Fall reingefotoshoppt. Und das war das Video, was einen Tag oder 2 Stunden vorher hochgeladen haben, wo sie dann ah ja, war ein Tag vorher, genau. Ziemlich merkwürdig, dass dann die rote Binde am Tag zuvor nicht in dem Clip war, wo man das Kriegsverbrechen sieht. Die haben sich selber dabei gefilmt und haben behauptet, die Russen waren es. Das sind Faschisten in der Ukraine. Im Innenministerium. Wirklich nationalistische Kräfte, also rechtsextrem. Ja, eine Demo in Frankfurt. Stellt euch einfach vor, ein AfDler würde so eine Flagge hochhalten, dann wird der 5 Jahre Freiheitsentzug bekommen. Ja, so viel zu diesem Bild hier. SPD gemeinsam gegen rechts. Ja, warum unterstützt ihr dann die Ukraine? Warum deckt ihr dann die Faschisten in der Ukraine?
Nazis raus, wohin mit den Nazis? Es ist auf jeden Fall absurd, was hier abgeht in diesem Land. Ja, wäre doch eine Volksabstimmung wert. Wollt ihr die faschistische Ukraine unterstützen mit Waffen? Ja, hier bei uns auch im Saarland. Wie gesagt, ich bin nicht für die AfD, ich bin bloß nicht gegen sie. Es ist alles absurd. Demokratie und Vielfalt. Die Demokratie, die eine legitime Partei verbieten will, oder was? Ich meine, bis auf den Höcke würde ich die AfD nicht mal mehr als rechtsextrem einstufen. Dass die AfD ist auch kein homogener Haufen, muss man dazu sagen. Aber, ich mache jetzt mal da weg. Meine Meinung ist, Wahlen bringen gar nichts. Weil wir bewegen uns da nur innerhalb dieses einen Finanzsystems und doktern an den Symptomen herum. Ich denke, so ein Extremismus gibt's nicht, wenn alle Menschen glücklich und zufrieden sind. Ja. Und glücklich und zufrieden wären sie, wenn wir dieses Finanzsystem nicht hätten. Also man muss ja das Problem immer an der Wurzel anpacken. Ja. Man sagt ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Also, der Herr Decker, Peter Decker, ist jemand, der sehr tiefgründig analysiert, aber in dem Fall ist er halt leider doch, hat er nicht das Ganze gebildet, will ich mal so sagen. Aber in dem, was er sagt, stimme ich ihm zu. Ich stimme ihm nur nicht zu, dass er sagt, Volksabstimmungen sind nicht die Lösung. Also Kanäle, die ich heute empfohlen habe. 99 zu 1. Lasst auf jeden Fall ein Abo dort. Kai Brenner, sehr unterhaltsam, tolle Themen, die er anspricht. Ja, ich sag mal Ancient Aliens, sowas in die Richtung, immer spannend. Kurz gezeigt, Ketzer der Neuzeit, guckt euch auf jeden Fall die
die Playlists mal auf meinem Kanal an, wenn ihr von einzelnen Rednern Videos sehen wollt. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr es bis hierher geschafft habt, dann gehört ihr zu den, sagen wir mal, zu den 10%, an die sich meine Videos auch richten. Die anderen drehen ja alle vorher ab. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Nur noch winken. Winke, winke.